So, ja, okay, der Ton kommt an. Ist alles ein bisschen extrem verzögert bei der Elgato. Ich nehme ja gerade mit der Elgato auf und ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Elgato. Es geht auf jeden Fall. Und zwar mache ich das gleich nochmal, das hänge ich noch hinten dran. Kontrollpunkt neu laden. Jetzt geht's nämlich. Das war echt ein Fehler vom System, vom Spiel. Weil diesmal funktioniert die ganze Geschichte. Hier, ich gehe da jetzt hin. Seht ihr, jetzt geht's. Einmal. Zweimal. Dreimal. Komm schon, gib mir ein paar Funken. Ah, das muss schneller gehen, glaube ich. So. Ja, und jetzt? Ich bin tot gegangen, oder? Das war heftig. Das war ein Volltreffer noch. Ja, Freunde. Was ist nun los? War's das schon mit Wolfenstein? Okay, das war's fürs Let's Play. Ich bedanke mich. Ja, super. Das hat sich voll rentiert, ne? Da schwimme ich nun. Wolfenstein, The New Order. Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nerven kriegen. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Aufsicht. Sie sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind gerade zu brauchen Hilfe. Persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Ja, hallo, willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Zum nächsten Part. Gefühl, gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Für einen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch.
Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Einen Moment. Nein. Nein. Oh, super. Na super. Was hier vorgeht? Sie haben meinen Offizier im Dienst angegriffen. Unsere Befehle lauten, nicht den Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Papa? Bring sie zu Keller. Das soll ein Haus. Ganz ruhig. Scheiße. Bewegt dich unter den Waffen. Hilfe. Hilfe. Na super. Was mach ich? Ich bin tot. Ach ja, das ist ein bisschen ein kurioser Anfang jetzt alles gewesen. Ich wollte eigentlich nur diesen Bug da zeigen, dass es jetzt funktioniert mit dem Kurzschließen. Und jetzt bin ich mittendrin wieder in eine weitere Aufnahmesession. Aber was muss ich denn machen, verdammt? Was muss ich machen? R3. Ich habe Quadrat gedrückt beim ersten Mal. Ja. Nimm meine ganzen Waffen weg, oder was? Ah. Wohin wollen die sie bringen? In die Knarre. Wow. Reich wie Wackelpudding. Finger führt es taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Okay, neue Waffe. Hast du noch irgendwas, was ich aufnehmen könnte? Jetzt muss ich erstmal... Niemand sollte auf diese Weise sterben. Nein, das ist wahr. Wieso schießen die? Signal in... Alright. Ist die Frage, wie es weitergeht. Was ist denn das immer für? Sehe ich wieder schwarz-weiß. Auch nicht schlecht gemacht, ne? Kann man schon so sagen. Na komm, dreh dich um. Scheiße. Wo denn?
treff dich gleich. Alarm, Leute. 25 Schuss ist nicht viel. Komm her, du Bastard. Brauch Munition. Ich muss mir unbedingt Munition besorgen. Schießen Leute, die sich nicht wehren können. Habe ich alle erwischt? Na, ist nicht schlecht, ne? Muss ich mal so behaupten. Alle tot. So. Alle umgelegt hier. Wie rabiat. Was machst du da mit der Waffe hier? So wenig Munition, hey. Das ist wieder irgendwie totale Mangelware. Naja gut, dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Wo es weitergeht. Alle umgelegt, alle umgelegt. Wieso lädt der dauernd nach? Ne? Wieso machst du das, Kollege? Ich müsste noch wissen, wo es denn weitergeht. Würde ich gerne wissen. Ich müsste nicht wissen. Ich würde es gerne wissen. Sind die ganzen, ist doch alles versperrt. Komme ich denn da raus? Ich habe eigentlich gedacht, das ist hier irgendwo ein Weg. Ah, hier, oder? Eine Schrotflinte. Schrotflinte ist nicht schlecht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache mit der Schrotflinte. Ich nehme jetzt die Schrotflinte. Die Hand, ja. Okay. Was habe ich denn da noch? Sturmgewehre. So, dann nehme ich die Schrotflinte, aber erstmal hoch oder runter? Das ist die Frage. Wahrscheinlich runter, ne? Da liegt was. Nehme ich mal mit. Das Fragment. Es wird gespeichert. Gilt das jetzt mir oder was? Ich hoffe mal nicht.
Ey, das war ein Kopftreffer, Kollege, Mensch. Musik nervt. Aber es passt. War noch mehr Soldaten gelegen, genau. Also doppelläufige Flinte. Der hat mich getroffen. Oh, wow, wow, wow. Decken, decken, decken. Oh, wow. Alter Schwede, was geht denn da ab? Todsicher. Oh, hier ist noch einer. Zwanzig ist nichts viel. Bist du tot? Puh. Das war heftig. Das war verdammt heftig, ey. Das war ganz schön eine Menge was los. Die haben bloß so wenig Munition immer noch in ihrem blöden Gewehr. Ich gern ein bisschen mehr und Lebensenergie. TP brauche ich auch noch. Hier, ich habe bei euch hier. Ganz schön zugesetzt. Ich dachte, da waren mehr. Ah, hier. Dankeschön. Endlich ein bisschen Panzerung. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Zumindest 100% habe ich jetzt wieder. Gut, Munition auch ein bisschen eingesammelt. Naja, wenigstens einigermaßen. 5 für den Panzer ist nicht viel. Ist gar nicht viel. Schon wieder 19 Minuten rum. Hör mal auf die Nachladerei da immer, das nervt. Muss ich jetzt wieder hoch oder runter? Falsch. Wie war das mit der Karte? Ich glaube nach unten, ne? Also hier muss ich hin. Das heißt, ich muss jetzt hier geradeaus. Da geradeaus durch. Da ist ein Fragezeichen bei A. Ja, da muss irgendwas sein. Alright, ich kann ja darüber springen. Na, ist ja super. Drüber springen. Wie, jetzt hier gelandet? Seltsam.
Nee, da war ich schon überall. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich habe es zwar nie gespielt, aber ich habe so ein paar Videos gesehen. An Outlast, nur in hell. Oder? Krankenhaus, alles zerstört, Leichen überall. Das ist ein Ding. Ja, wie komme ich jetzt da hin? Ich laufe jetzt erstmal da geradeaus, okay. So, hier geradeaus und hier geradeaus und hier geradeaus und dann muss ich nach... So, genau. Warte. Oh shit, was war das? Was ist denn das hier? Scheißdreck. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wo steckt denn der Kollege jetzt? Lass mal sondieren, wo ich da hin kann. Das war nur ein Kopfschuss. Bist du tot oder nur? Ey Alter, bist du tot oder ja? Oh nee, oder? Super, ich habe kaum Munition. Oh, was ist denn das für ein scheiß Ding hier? Wo ist das Vieh? Oh, hinter mir. Sind es zwei? Ja, was steht hier rum? Cool, da war ja Munition. Hi, nein. Das ist sie. 25 Minuten schon wieder um. Verdammt nochmal. Ich kann die 20 Minuten nicht einhalten. Ich erstmal durch die Gegend schleichen. Oh, die hat Hauer gekriegt.
Ich hätte lieber den Panzer genommen. Oh oh. Scheiße, was geht denn hier? Na lecker. Oh, raus mit dir. Hau. Jeppa. Guten Flug. Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Wir stimmen William J. Blaskovic. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Wohin auch immer. Holla, da ist jemand drin. Nein, nein! Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Alter Schwede. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Oh, weia. Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Das kann nicht alles wahr sein. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Ja, das könnt ihr alle selbst lesen. Ihr könnt einfach auf Pause drücken, dann. Ich gehe wieder zurück. Ich möchte den gern umlegen. Habe ich keine Waffen? Ja, Freunde.
Ich mache hier erstmal einen Cut, sonst nimmt das überhaupt kein Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr wieder vorbeischauen bei mir. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war euer Sandwinkel mit Wolfenstein The New Order. Und ich kümmere mich noch ein bisschen um den Herrn Koordinator. Tschüss, bye bye.